Ja. Ja, herzlich willkommen heute zum Losung und Lehrtext, heute am 8. Tag des Monats August. Der Herr war mit Josef und was er tat. Dazu gab der Herr Glück. 1. Mose 39, Vers 23. Nun, ich glaube, die Josefs Geschichten sind ja vielen Menschen, die oft und gern in der Bibel lesen, nicht unbekannt. Eines der schönsten und faszinierendsten Berichte im Alten Testament von Gottes Wirken und Handeln im Leben eines Menschen, der bereit war, trotz Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten an seinem Glauben, an seiner Beziehung und Vertrauen in Gott festzuhalten. Er wurde ja, wie man vielleicht ja schon weiß, als junger Mensch verkauft, versklavt, geschlagen und bedroht, dass er getötet werden sollte. Und dann letzten Endes auch als Sklave von den eigenen Brüdern in ein fremdes Land verkauft. Und in all diesen, und das ging ja dann auch weiter, ne? Er wurde dann auch fälschlicherweise angeklagt, Dinge zu tun, die er gar nicht getan hatte. Und er steckte dann im Gefängnis und litt dort. Aber er hielt in all diesen widerwärtigen Situationen an seiner Beziehung, an seinem Glauben, an seinem Vertrauen an Gott fest. Das war unerschütterlich. Also mit anderen Worten, er war für Gott. Und in dem heutigen Text heißt es, und der Herr war mit Josef. Und er ließ es dann letzten Endes so ausgehen in seinem Leben, dass er sogar der Retter des Landes wurde und sogar seiner eigenen Familie. Der Herr hat das bewirkt. Warum? Weil Josef bereit war, einfach auf Gott zu hören und ihm ganz und gar zu vertrauen. Und das ist ein Geschenk Gottes. Jetzt warten wir einen Augenblick, bis der Zug vorbeifährt. So, mal kurz und schmerzlos. Das passiert immer wieder, wenn man in der Nähe von der Bahn ist, gell? Aber jetzt zurück zum Text hier. Wenn man mit Gott und für Gott lebt, dann bewirkt auch Gott etwas. Er lässt Frucht im Leben eines Menschen entstehen. Die Frucht des Geistes. Also die göttliche Frucht ist eine völlig andere, als wie das, was wir als Frucht erkennen. Frucht ist etwas Wunderschönes. Es ist etwas, was ganz klein, unscheinbar anfängt und sich dann immer mehr und mehr entwickelt und entfaltet und dann letzten Endes zu einem ein Genussartikel wird für den,